Mailand, eine Stadt in der norditalienischen Lombardei, die bekannt ist für ihre luxuriösen Boutiquen und Restaurants sowie ihre Wolkenkratzer. 4 Nächte verbrachte ich in Mailand und konnte dabei alles Sehenswerte dokumentieren. Willkommen in Mailand und willkommen am Mailänder Dom. Der Mailänder Dom ist flächenmäßig eins der größten Kirchen der Welt, von der Höhe her aber nur auf Platz 51 mit 108 Metern und sogar 21 Zentimeter kleiner als der St. Johannes in Lüneburg. Victor Emmanuel, die wahrscheinlich luxuriöseste Einkaufsstraße in ganz Europa. Man findet hier so ziemlich jede bekannte teure Modemarke und eine reichliche Auswahl an teurem Schmuck. Aber auch Restaurants. Einige berühmte italienische Künstler und ganz oben natürlich Leonardo da Vinci. Roller sind hier sehr, sehr beliebt. Ein riesengroßes Fischbecken ist hier, direkt bei den Wolkenkratzern. Sie können sich hier auch verstecken in den Sträuchern. Da sind sie, die Fische. Und ein paar Enten trifft man hier auch. Da vorne. Und wie ich schon sagte, Roller sind sehr, sehr beliebt in Mailand. Da Viglio Grande hier. Wunderschön. Ein Flusskanal in der Stadt. Dieses Viertel erinnert mich an Venedig. Nachts ist dieser Ort sehr beliebt für Barbesuche oder Restaurantbesuche. Guten Morgen! Ein wunderschöner Tag scheint hier anzustehen. Die Sonne scheint. Den Tag beginnen wir bei Sforzesco Castello. Es ist ein Schloss mit Springbrunnen, Fontänen. Wenn die jetzt zu der Jahreszeit laufen, das weiß ich nicht. Also natürlich schön. Da ist es, Castello Sforzesco. Germany. Kurze Unterbrechung, ich bin gerade angesprochen worden. Das hat man auch auf der Aufnahme gesehen und gehört. Es ist ein großes Problem beim Castello Sforzesco, aber auch bei anderen großen Sehenswürdigkeiten wie beim Mailänder Dom, dass es viele Bettler gibt und diese Bettler haben alle die gleiche Masche, sage ich jetzt mal. Sie haben alle Bänder. Das heißt, wenn ihr Leute in Mailand seht, die in der einen Hand Bänder haben, so bunte Bänder, das sind Bettler. Und die werden euch ansprechen und euch nach Geld fragen. Und sehr penetrant, und ich bin 5-mal angesprochen worden von Bettlern. Und die geben dir alle diese Bänder. Aber das ist eine ganze Bande, die alle die gleiche Masche haben und euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und jetzt geht es weiter. Über 600 Jahre alt, das Schloss. Und es wird wärmer, sonniger, ein schöner Tag. Documentation about Milano. Oh yeah, Milano, yeah. Yeah, nice, yeah. Beautiful Milano. Very beautiful.
Eines der Eingangstore von Castello Sforzesco explodierte im Jahre 1521 durch einen Blitzeinschlag, da es als Munitionsdepot galt. Und vom 18. bis zum 22. März 1848 wurde während der Aufstände der Cinque Giornate das Castello Sforzesco gegen die österreichische Herrschaft vom Volk gestürmt. Ach ja, die guten alten Schulausflüge. Da waren irgendwelche Schüler gerade in Schulausflug hier. Welch ein herrlicher Tag. Sonne, warm, T-Shirt-Wetter und in Deutschland schneit es. Das ist doch mal was. Echt, muss man genießen. Und ja, wenn ich dann irgendwann wieder nach Deutschland fahre, dann wird es wieder kalt. Super. Während in Deutschland in Städten wie Hamburg oder München eine Jahresdurchschnittstemperatur von 10 bis 11 Grad herrscht, liegt die Jahresdurchschnittstemperatur von Mailand bei 17,3 Grad. Das ist auch eines der Gründe, warum James Rodriguez beim FC Bayern nicht glücklich werden konnte, weil die deutschen Temperaturen einfach zu kalt sind. Das ist auf jeden Fall eine Straße von der Katze. Eine Katze von der Straße. So meine ich natürlich. Und ja, da tut mir irgendwie leid. Oder die.17 Grad sind es jetzt schon, es sollen noch 19 Grad werden. Es könnte nicht besser sein. Da mag man ja gerade schon drin baden, wenn man will. Einige große Fische hier im Teich. Die sind riesig. Ja Leute, es gibt ein riesengroßes Problem. Ich habe keine Verbindung mehr. Ich habe einen 40 GB Vertrag bei O2 und ich habe die 40 GB noch lange nicht verbraucht. Ich habe jetzt 4,9 GB verbraucht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man im Ausland oder vielleicht auch nur in Italien eine begrenzte Anzahl an Datenvolumen nutzen. Weil das war gestern aus, da war so eine Grenze erreicht, dann ging das gar nicht mehr, das Internet. Heute ging es dann wieder und vielleicht gibt es da so ein Tageslimit, dass du an einem Tag nur ein bestimmtes Limit erreichen kannst. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so. Ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls, mein eigentlicher Vertrag würde 40 GB hergeben, aber die sind noch lange nicht voll. Und ja, ich kann jetzt nicht navigieren, weder zu den Sehenswürdigkeiten noch zu meinem Hostel, das jetzt mindestens 7 Kilometer entfernt ist, in einer Stadt, in der ich mich nicht auskenne. Tja, das ist jetzt erstmal ein richtiges Abenteuer. Das ist Urban Survival. Diese Sehenswürdigkeit hier ist eine sehr ungewöhnliche Sehenswürdigkeit, eigentlich einer, nach der man überhaupt nicht suchen würde, denn es handelt sich hier um einen Friedhof, ja? Aber einen Friedhof, der auch als Sehenswürdigkeit sehr agiert hier in Mailand, denn die Gräber sind nicht einfach irgendwelche Grabsteine, es sind richtige Skulpturen mit Denkmälern. Das ist ein sehr besonderer und historischer Ort und den schaue ich mir jetzt an. Friedhof. Ja, was soll ich sagen, ehrlich gesagt? Es ist ein Friedhof. Ein schöner Friedhof. Ein Friedhof ist eigentlich ein Ort, wo man trauert, wo man nicht in guter Stimmung ist. Aber hier, es ist echt ein schöner Ort. Thank you.
Viele Gräber hier sind über 100 Jahre alt. Und ich dachte gerade, das wären lebendige Tauben. Aber nein, das sind Skulpturen. Man hat wirklich jedes einzelne Grab speziell angelegt. Mit Skulpturen, Figuren oder Blumen. Juhu, ich habe wieder Internet. Aber ansonsten habe ich natürlich die Karte noch. Ja. Also, irgendwie weiß man sich immer zu helfen, aber ich habe jetzt Internet. Aber ich verstehe das irgendwie nicht. Jetzt auf einmal kann ich wieder Datenvolumen verbrauchen und vorher nicht. Das ist komisch. Das ist sehr seltsam. Hatte das gestern auch schon gehabt. Weil da stand nicht keine Verbindung, sondern Datenvolumen verbraucht. Seltsam. Welcome to Chinatown, ein chinesisches Viertel in Mailand. Hier laufen auch viele Chinesen rum, oder besser gesagt wohnen viele Chinesen. Es gibt ja auch viele chinesische Restaurants. Gestern habt ihr ja schon die Wolkenkratzer gesehen und Bosco Verticale, dieses Gebäude hier. Ein Traum, aber jetzt von näher dran nochmal das Ganze. Also da zu wohnen, das ist... Ach, was soll ich dazu schon wieder sagen? Das ist einfach unglaublich. Das ist schon echt ein cooles Gebäude. Und hier sind auch wieder die Wolkenkratzer und UniCredit. Dieses Gebäude ist, glaube ich, das höchste Gebäude in Mailand. Guten Morgen. Heute schaue ich mir den Botanischen Garten in Brera an. Ansonsten wird alles relativ spontan sein. Orto Botanico di Brera. Das ist der Botanische Garten in Mailand. Und da sind einige Touristen, ziemlich viele. Ja, das finde ich immer nicht so gut. Ich hoffe, das ist nicht überall in diesem, ich nenne es mal Park. Ah, man darf da nicht filmen. Das ist mir gerade gesagt worden. Also für private Nutzung schon. Aber wenn ich das dokumentiere, dann ist ja klar, egal in welcher Sprache, dass es keine private Nutzung ist. Man kann, wenn man das mit denen abspricht, kann man um Erlaubnis fragen. Ich habe mir den Park trotzdem angeguckt, ohne es jetzt zu verfilmen. Und muss sagen, zu dieser Jahreszeit ist es sowieso nichts Spektakuläres. Also spare ich mir die Anfrage und ja, zeige euch jetzt einfach was anderes. Ich habe es ja schon mal angesprochen, Roller sind sehr beliebt in Mailand. Und wieder haufenweise Roller. Diese Säulen, 16 Stück, stammen noch aus der Römerzeit, haben die Goten überlebt, die Barbarossa und auch den Zweiten Weltkrieg, als hier Bomben gelandet sind. Aus dem 4. Jahrhundert stammen die. Eigentlich mehr als nur historisch. Das ist die Geschichte Italiens. Ich bin schon wieder beim Dom und ich habe gestern gar nicht gezeigt, dass hier Palmen stehen und wachsen. Gerade ist jemand von der Polizei angehalten worden, da vorne. Vielleicht kann man sehen, das blinkende Polizeiauto und davor das Auto blinkt auch. Von diesem Ort habe ich erwartet, dass da nachts jetzt wieder Potsdamer Platz in Berlin. Naja, nicht so ganz. Diese Beleuchtung fehlt noch in lila und blau. Aber ansonsten ist das ungefähr vom Aufbau gleich. Teilweise noch etwas schöner. Das Wasser wie am Potsdamer Platz. Drumherum im Kreis diese Gebäude. Diesen Glas. Aber es fehlt die lila-blaue Beleuchtung. Nochmal kurz zur Polizei in Italien. Die bewacht die sehr beliebten Orte hier massivst. Wenn nicht Polizisten, dann Soldaten mit Maschinengewehren. Also, dass hier wirklich eine hohe Sicherheit herrscht. Und man fühlt sich auch viel sicherer hier in Mailand als in Hannover auf den Straßen. Jetzt hinter mir wird zum Beispiel gerade eine Patrouille gelaufen. Weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Potsdamer Platz in Berlin. Ja, da würde keine Patrouille laufen. Da würde keiner aufpassen. Vielleicht durch Zufall mal. Aber als ich da war, war da niemand an Polizei oder Sicherheitspersonal oder irgendwie sowas. Da laufen gerade Soldaten mit Drogenspürhund
über die Straße. Also hier wird wirklich richtig aufgepasst. In den italienischen Farben. AXA. In Mailand findet man übrigens ganz viele Trinkwasserquellen. Hier zum Beispiel kannst du einfach raus trinken. Ja? Überall ist auch eine England-Flagge drauf. Auf jeder Trinkwasserquelle. Mit einer Krone. Und so ging auch der letzte Tag der Mailand-Reise zu Ende. Aber noch nicht die Zeit, die ich in Italien verbringe. Denn schon in der nächsten Folge geht es nach Genua.